ein Kind ward geboren. Was für ein festlicher Augenblick. Nein, es ist nicht das Jesuskind. Es ist nicht der Gottessohn der Nächstenliebe. Es ist ganz im Gegenteil. Es ist ein bösartiger kleiner Junge. Ein Halunke. Einer, der mit Sicherheit ganz, ganz viel Unfrieden noch stiften wird. Nicht unbedingt in seiner Familie. Da regiert sich ja die harte Hand seiner beiden Oheime von Christian Weigel und von mir Writing Bull. Aber was er sonst eventuell noch an Ärger und an Schandtaten vollbringen kann in der Geschichte bei den Nachbarn, das könnte hier für viel, viel Blutvergießen sorgen. Ich denke, er wird seine Spuren in der Geschichte hinterlassen. Zeig doch mal her, den kleinen Racker. Attila. Wo ist er denn? Attila. Dieser Mann wurde zu eurem Erben ernannt und wird nach eurem Tod den Thron besteigen. So viel zum Thema generisch erzeugte Texte. Dieser Mann, du meinst Texte. Dieses Kind. Das heißt, der müsste jetzt irgendwo im Stammbaum aufgetaucht sein, genau. Oder? Ja, hier bei Fraktion. Und? Ach, wie süß. Hier ist der Kleine. Ein Jährchen alt. Die Eins bedeutet hier ein Alter. Also es bedeutet nicht etwa, dass er einen Schnuller nur hat. Es ist tatsächlich die Altersangabe. Seine Brüder eigentlich, Kuridak und Charaton, die viel älter sind, die sind jetzt auch nicht irgendwie böse, dass sie nicht mehr... Also Charaton, der hat nur noch eine Loyalität oder einen, ja, ich klicke ihn mal an, hier unten, einen Loyalitätswert von 3, 10 sind möglich. Das hat ein gewisses Steigerungspotenzial und Kuridak, ja, der ist immerhin Charaton bei 7. Die ganze Zeit, soweit ich mich erinnere, Erbe und jetzt auf einmal... für einen Säugling zurückgeworfen. Das geht doch nicht. Also da wäre ich sauer. Da wäre ich so sauer. Also, ich glaube auch, Charaton hat Charakter. Das weiß er auch, Charaton. Aber er ist enterbt worden und das fuchst ihn mächtig. Sollen wir uns ein bisschen Rollenspiel betreiben, in Attila reindenken und Charaton kann das Baby töten? Schon die Aktion Töten ausführen? Ach, durch die Hand seiner Oheime. Durch die Hand seiner Oheime. Wichtigen, wertvollen General Charaton, Attilas... Das ist ja nicht mal sein Onkel, das ist sein Bruder. Du willst nicht Attilas Bruder umbringen. Nee, was für... Nein, ich wollte nur dich und die Zuschauer kurz erschrecken. Nee, was wir wirklich machen müssen, ist mit irgendjemand Charatons Loyalität etwas aufblustern. Sonst läuft er uns davon nächste Runde. Ja. Können wir irgendeine junge Frau zugesellen an seine Seite, die ihn eventuell besänftigt und ihn loyal stimmt oder ihm mit Gold überhäufen oder... Seine Frau oder seine Schwägerin haben doch, glaube ich, Einflusspunkte. Schalt doch mal die Einflusspunkte an, bitte. Das ist deine Gattin hier, das ist... Nee, das war verstorben. Genau das. 60 Einflusspunkte. Die könnten wir dafür mal verballern. Das ist eine ganze Menge. Was könnte sie alles machen? Attentat ausführen? No, Loyalität sicher ein Ja. Und sagt ihm... Stell dich mal nicht so an. Lieb, bitte... Genau. Oder anders formuliert, liebe und verehre bitte nicht nur dich, sondern auch dein Volk und seine Führer. Zum Beispiel den kleinen Attila. Attila oder Attila? Große Frage. Also ich glaube, er hieß tatsächlich Attila, aber wir sagen alle immer nur Attila. Und ich denke, deutsches Let's Play, genau, wir können Attila, ruhig alle einen Deutschen. Das Putzmittel, das heißt ja auch Atta und nicht Atta. Also passt schon. Genau. Messerscharf argumentiert. Klick auf Bestätigen, Loyalität sichern, okay. Klick in die Nachrichten zurück. Klimawechsel. Was ist das? Die Jahre werden kälter. Schnee wandert weiter nach Süden und bedeckt das Land länger. Klimaveränderungen kündigen sich an. Der lange Winter naht und das Land wird immer unfruchtbarer. Die Menschen ziehen nach Süden und Westen auf der Suche nach wärmeren und lieblicheren Gefilden. Anders formuliert, auch damals gab es schon einen Zug, aus Germanien ja, Richtung waren es, Mallorca und Co. Wilde Kriege und ganze Völkerscharen. Heute sind es nur ganze Völkerscharen und Weicheier, genau. Ich habe jetzt gedacht, Leute, ich hab jetzt von den Rentnern gesprochen, die im Winter auf Mallorca und Teneriffa verbringen. Naja, gut. Keine seniorenfreundlichen Sprüche hier bitte auf meinem so Kanal. Weit sind wir da selber das auch sind gar die treuesten Zuschauer. Ja, definitiv. Zumindest einer von uns beiden. Klick auf Annehmen, Klimawechsel, ja, was sollen wir anders machen? Wir akzeptieren den Klimawechsel. Ist Attila da eigentlich schuld dran mit seiner Geburt? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir gut vorschreiben, dass die Geschichtsschreibung behauptet, später behauptet, Attila war sicher alle schuld, auch am schlechten Wetter. Wenn bei euch zu Hause schlechtes Wetter ist, da wo du lebst,
im Bayernlande. Wer ist das dann schuld? Macht man dich dann dafür auch verantwortlich? Kommen die deine Nachbarn dann bei dir klopfen und sagen, Herr Weigel, nee, was haben so Sie da schon wieder verbrochen? In meine Macht haben meine Nachbarn dann doch nicht. Was haben wir alles erreicht? Hier lassen genau, wir einfach die Belagerung ja weiterlaufen. Ans Kerbholz flicken und die Belagerung abbrechen. Da stört ja niemand. Die sind ja hilflos uns ausgeliefert, diese Anden da in ihrer Stadt. Aber... Wir könnten ja, also das sind die Aderlasser, das ist der Nochkönig, General Uldin. Und hier bauen wir ein Gebäude. In einer Runde ist das fertig. Da müssen wir jetzt auch unsere zwei Wachstum nicht investieren. Jetzt erwarten wir einfach ab in der nächsten Runde, was wir dann aber aus dem Lagerfeuer noch Schönes machen können. Ich sehe gerade, zur Armee des Königs. Kannst du diesen Bogenschützen da, den Briten, kann man den aufrüsten für irgendwas? Ach, guck mal da. Ja, schau mal, der hat einen gelben Pfeil. Aufrüsten? Verbessern können wir den. Ja. Entschuldige, ich habe gerade hier einen... Diesen Button in der Mitte. Wo kann man den verbessern? Wie und ja, was, ne? Ah, tatsächlich! Bonus Pferdezucht 1, erhöhte Gefechtsgeschwindigkeit für Kavallerierekruten, kostet uns 50. Das müssen wir dann bei jeder Einheit extra machen. Wodurch wurde das denn freigeschaltet? Ja. Ach, jetzt hat er ein Hufeisen vor Gesicht. Ich glaube, das müsste über ein bestimmtes Gebäude freigeschaltet werden. Zeig mal bitte die Gebäude durch. Vermutlich die Rinderhirten. Oder ist das jetzt, glaube ich. Möglicherweise... Ich glaube, es sind die Rinderhirten. Die grünen, linken Rinderhirten. Die Zweier hier? Genau, Pferdezucht 1 haben die als Fähigkeit. 5% Kampfgeschwindigkeit für Kavallerierekruten. Und das kann man nachträglich noch anwenden. Und das gilt dann, ja. Das heißt, wenn wir Einheiten neu mit dem rekrutieren, dann haben die das immer automatisch und bei alten kann man das dazugeben. Die Einheiten natürlich Kuridak, der kann sie ja in höherer Qualität rekrutieren. Dann geben wir sie an den König, der versorgt sie mit besseren Pferden und dann geben wir sie wieder zurück. Alles klar. Also, das machen wir hier schön ist. Sollen wir ihn jetzt noch ein bisschen weiter rekrutieren lassen, auch wenn du gerade das Gegenteil gesagt hast, weil wir hier in der Belagerung sind und sicher gleich angegriffen werden und überhaupt und sowieso? Nein. Ein Zuschauer hat mal wieder gefragt, ob es denn so klug ist, dass wir wirklich kontinuierlich nur auf Kavallerie setzen. Der hatte zum Beispiel den... Also es gibt Wünsche. Erstmal Matexus. Hallo Matexus, einer unserer treuesten Zuschauer hier. Hat zum Beispiel den Wunsch geäußert, wir sollten doch endlich anfangen, hier eine neue Horde zu rekrutieren. Zum Beispiel dadurch, dass man den Uldin halt einfach komplett füllt oder eine neue Horde dazu holt. Prinzipiell ja, aber prinzipiell jetzt auch vielleicht ja, noch nicht, aber wer soll oder wie das bezahlen? Du das? Das kostet doch alles Geld. Wir machen doch immer mit nur plus 1.100. Wenn wir jetzt eine komplette Horde füllen mit Leuten, ja, dann sind wir wahrscheinlich bei Minus. Genau. Und ja. Und beim besten Willen, Matexus, du musst Verständnis haben, wir haben nicht mehr Gold, weil Christian mich ja immer wieder dazu belabern kann, irgendwelche sinnlosen, teuren Gebäude zu bauen. Das Geld fehlt also jetzt das einfach für die Kriegsführung. Das sind Langzeitinvestitionen, die brauchen wir einfach. Mensch. Die brauchen wir einfach, um in Zukunft dann einmal Krieg führen zu können. Ja, aber also wir sind uns hier nicht ganz einig. Das Problem ist aber, dass ich hier zwar an der Maus sitze, aber dadurch auch ständig permanent ein schlechtes Gewissen habe gegenüber Christian, weil ich eigenmächtig Kleinstentscheidungen fälle und deshalb oft einfach wie ein Weichei dastehe, weil ich mich an entscheidenden, strategisch entscheidenden Punkt fürs Let's Play nicht traue, mich durchzusetzen, weil das irgendwie unangemessen ist. Das klingt ja sehr Krokodilstraining. Ja, dann lassen wir das einfach so. Und schauen nach, was sich im Süden tut. Und die Belagerung hier, die lassen wir einfach laufen, solange uns keiner stört. Im Süden stört uns aber, glaube ich, jemand, oder? Möchtest du zum Ausgleich, weil ich gerade über dich so gemein hergezogen habe, möglicherweise irgendeine Entscheidung, die ich in der Vergangenheit eigenmächtig getroffen habe, jetzt auch einmal kräftig kritisieren? Ich erinnere mich gerade an Entscheidungen mehr von dir. Mein Lang- und Kurzzeitgedächtnis, die sind von diesem ständigen Pferdehufgetrappel dermaßen in Mitleidenschaft gezogen. Da geht sowieso nichts mehr. Oh je, du Ärmster. Das hier war das entscheidende Ereignis in der letzten Folge. Genau, wir haben einen Zechter, Chetta, belagert. Der, wie heißen die? Ariben? Charaton, die Rösser des Untergangs, die hatten das belagert und dann gab es plötzlich Hilfe für die Belagerten. Mit einer großen Armee, das sind alles Bündnisgenossen und Untervölker der Sassaniden und die helfen sich natürlich gegenseitig. Und die Streiter des Xerxes hier, die haben uns angegriffen. Wir haben sie mit Mühe und Not in die Flucht geschlagen, haben auch einige Verluste einstecken müssen, haben aber den Fehler gemacht, die flüchtende Armee nicht gescheit zu verfolgen. Das rächt sich jetzt. Jetzt sitzen die da im Wald und haben immer noch Truppen. Ja, und hier drin, in der Stadt, in Mitzscheta, gibt es zwei Verteidiger nur.
Truppen. Aber die können wir nicht angreifen. Die können wir nicht, glaube ich, nicht gebacken. Rechtsklick drauf. Die Belagerung läuft ja noch. Also unsere Leitern sind noch da, die wir gebaut haben. Wir könnten die Belagerung jetzt ausfechten. Problem ist nur, genau, das ist die dezimierte Garnison, die hat ja schon mitgekämpft und die verdammte armenische Armee steht immer noch in Verstärkungsreichweite und würde dann auch nochmal mit eingreifen. Die kämen uns ja dann alle, die kämen ja dann alle dazu geritten. Wie wäre das überhaupt? Wie würde es auf der taktischen Karte aussehen? Würden die in die Stadt reinreiten? Oder könnten wir dann, wenn wir die Stadt angreifen, die Verstärkung, die heranrückt, in einer offenen Feldschlacht dezimieren? Wenn wir jetzt angreifen, dann, den Kampf danach abbrechen? Auf der Karte mit der Stadt und die Verstärkungsarmee, die käme von außen dazu, über den Kartenrand. Nee. Nein, das macht keinen Sinn. Darf ich auf Rückzug klicken? Es tut mir leid, aber abbrechen. Das müssen wir nochmal neu ansetzen. Rückzug, Krieger! Sind wir hier oben? Aber wir sind noch in Reichweite, um die Armenier anzugreifen. Vielleicht hierhin. Aber wir sind so dezimiert. Und hier können wir. Es gibt keine Kontrollzone hier in der Stadt. Das heißt, wir können hier durch und hier angreifen. Die werden dann erhalten dann Verstärkung aus der Stadt. Wir können die aber in offener Feldschlacht dann attackieren. Das ist schon stark genug mit all diesen dezimierten Truppen. Im Prinzip ja, aber es wäre wahrscheinlich ganz gut, statt kleinste Truppen zu steuern, die dann nach kurzer Zeit auch dann wahrscheinlich an Moral verlieren, sehr dafür. Also ein paar zusammenzulegen. Die Brigitten können wir uns ja alle nachkaufen, die legen wir alle zusammen. Ja, also den Neuner hier, den lege ich mal zusammen. Wie viele haben wir denn jeweils zusammenlegen können? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von den 8 Berittenen. 9 Briganten haben wir. Ich lege mal den kleinsten mit... Ja, hier die 40er, die müssen wir, glaube ich, nicht zusammenlegen. Das ist Quatsch. Jo, okay. Genau. Ich muss jetzt immer über das Mikro hinüber schielen. Deshalb ist das jetzt ein bisschen unelegant. Das seid ihr verziehen. Die lassen wir. Den haben wir nämlich nur zwei. Die Steppenreiter. Mhm. Hier die beiden lassen wir, genau. Die berittenen Stammesmitglieder, genau. Aber hier den 10er könnten wir zum Beispiel mit dem 27er zusammenlegen. Mach so viele Zusammenleger wie möglich, das einfacher zu kommandieren dann. So. Ja, ich finde das eigentlich okay. Wie viel haben wir? 6 Stück davon? Haben wir hier, ja, okay, passt. Passt. Ja. Und die anderen sind alle auch noch in Stärke. Das ist okay so. Dann haben wir hier 3 freie Slots. Die können 3 Einheiten rekrutieren. Pro Runde. Das heißt, sollte es nachher noch zu einem Lager kommen, ich vermute mal nicht, dann, oder in der übernächsten Runde dann könnten wir gleich 3 Trupps dazu rekrutieren und werden dann wieder in voller Stärke. Ja, jetzt darfst. Darf ich? Du darfst immer. Ach, danke. Ach. Ihr greift Armenien an, verkündet das Programm und 50-50 in etwa. Allerdings nicht in der Stadt. Und die Aranier oder Arani, die kommen jetzt natürlich auch raus und helfen, aber die sind ja dermaßen ein Witz. Das kriegen wir schon gebacken. Die sollten wir alle abschlachten können hier, die persischen Bogenschützen. Einmal reingeritten, wir haben ja nur Kavallerie. Das ist kein Problem. Ein kleiner Trupp Speerträger, die können wir auch dezimieren per Fernkampf und demoralisieren. Die Armenier. Die persischen berittenen Bogenschützen, obwohl, da können wir unsere... was bei denen noch der größte Brocken ist, guck mal, deren Speerträger sind total im Eimer, 28 nur noch, aber Schleuderer und Bogenschützen haben es noch ordentlich. Aber die Söldner, die können wir auch hetzen, die sind wahrscheinlich ganz schlecht gerüstet. Den General, hätten wir, wenn wir den gekillt haben, dann war es das. Blöd gefragt. Können wir immer. Sind wir zu geizig für? Also ich bin zu geizig dafür. Ich muss alles, was ich habe, an Geld und Gold zusammenhalten, damit wir ein Gebäude kaufen. Das sind ja noch nicht mal Gebäude, das sind ja Jurt-Spezialisten drin. Ja. Ja, dann. Also, lang genug gequatscht, wir spielen ein Gefecht. Auf eine weitere Folge erstrecken, dieses Gefecht, so wie ich uns kenne, oder? Definitiv, das gibt eine Doppelfolge. William Shakespeare, Science Fiction, den gibt's doch gar nicht in der Zeit. Die Schuld der Ehrsucht ist beglichen. Ja, aber es ist aus Julius Caesar und den hat es schon gegeben damals, also schließt sich der Kreis andersrum. Das ist das zu viele Zeiten, die vermengt werden in meinem Kopf. Das überfordert mich geistig. Anders formuliert, du überforderst mich intellektuell. Das ist das schönste Kompliment, was du mir jemals gemacht hast.
Ich werde versuchen, es zu steigern in Zukunft. Und die Schlacht von Mycete, 400 nach Christi, hier ist der zweite Boden ordentlich mit Blut getränkt. Nebel, wollen wir das? Auf gar keinen Fall. Das können wir unseren Zuschauern nicht zumuten. Dann kommen die mit irgendwelchen Tüchern und putzen den Bildschirm. Naja, werden uns eventuelle Kratzspuren noch berechnet. Warte noch mal, vielleicht von den Sonnenschein. Wochenende. Sonnenschein, wunderbar. Das ist gut. Da packen wir die Badehose ein. Und auf geht's. Obwohl ich finde, dass die Landkarte schöner aussieht bei Nebel, weil dann die Sichtweite geringer ist, sondern es sieht nicht alles so künstlich. Also irgendwie sieht es schöner aus bei Nebel, auch wenn man nichts sieht. Hier ist der Feind. Wir greifen ihn an. Wir sehen ihn. Das ist der Vorteil bei keinem Nebel. Der Feind ist auf einer Anhöhe. Wir auch. Wir müssen immer wieder steuern. Ich habe nur die Idee, schau mal, wir können ja unsere berittenen Brigitten, müssen wir nicht zusammen. In den gelben Bereich aufstellen. Die könnten wir auch rechts hinten oben im Wald zum Beispiel aufstellen und dann aus dieser Richtung zuschlagen. Wir wollen ja in seine Schleuderer reinreiten und seine Bogenschützen, dass wir die möglichst... Wie wäre es denn mit einer Aufstellung rechts oben im Wald? Rechts hinten, rechts oben hinter dem... viel weiter oben. Da hinten? Links. Also, ja, genau da. Du meinst hier? Da können wir ja da in diesen Wald mit unseren berittenen Brigitten. Und dann sind wir sogar schon vielleicht oberhalb des Feindes. Vielleicht sogar oberhalb, also oberhalb hinter ihm. Bist du böse? Unfassbar. Aber in dieses Wäldchen hier könnten wir vielleicht. Die eine Hälfte von rechts, die andere von der anderen Seite? Schlecht, ist schlecht mit dem Timing, glaube ich. Sonst kommt die eine Hälfte an, wenn die andere noch nicht. Und du kriegst das hin. Ich krieg das hin. Bedenke, wir müssen auch die Bogenschützen koordinieren. Es sind dann drei Trupps. Okay, na gut. Ich krieg das hin. Ich hab mir doch extra hier für ein Update gegönnt, nämlich eine dritte Hand. Und aber ist auf der anderen Seite auch Wäldchen, wo wir die verstecken können. Da ist nämlich kein Wäldchen. Doch, da ist Wäldchen. Sind sie versteckt? Also die sind versteckt, die anderen auf der anderen Seite sind noch nicht versteckt. Die muss noch ein bisschen besser positionieren, bitte. Sonst sehen die doch und dann erschrecken die sich. Nee. Die sind das Verstecksymbol ist dieses weiße Auge. Oder? Das andere Symbol, was die haben, ist Guerilla-Aufstellung. Na? Nein, nur der eine. Sind sie jetzt versteckt? Ach, das... Alles klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Manchmal muss man da ein bisschen guck, jetzt sind sie alle versteckelt. Sehr schön, sehr schön. Prima. Dann mache ich Feuer frei. Die schießen doch nur, also die werfen doch nur Lanzen auf 2 Meter Entfernung, das ist egal. Das gehört doch zu ihrem Nahkampfverlauf dazu. Und die Bogenschützen. Und also hier die Herrschaften? Den König können wir leider nicht Guerilla aufstellen, der muss beim Hauptheer bleiben. Gerade die andere Richtung, bergunter. peinlich. Da hat aber einer von uns beiden komplett die Orientierung verloren. Schon bei so einer Bergtour. Nee, der König muss unten in dem gelben Rahmen aufgestellt werden, es geht ja anders. Nur die berittenen Briganten sind so trickreich und gemein, dass wir die außerhalb der gelben Aufstellung sind. Ich habe gerade komplett die Orientierung verloren gehabt. Da steht er ja genau richtig. Ach, ich war gerade am Gegner und habe versucht, den Gegner anzuklicken und zu positionieren. Ach, das hat das Programm ja komischerweise vorbeigehabt. Ich verstehe gar nicht, warum. Nein. Kann schon mal passieren. Das heißt, unten sitzen jetzt noch der König, die berittenen Reiter der Steppe und ja, das kann eigentlich alles gerade so bleiben. Ja. Genau. Die stehen doch super. Dann gebe ich denen auf jeden Fall die Brandpfeile schon mal. Die müssen leider jetzt, vielleicht sollten wir die nicht direkt ins feindliche Feuer reiten lassen, so ein bisschen schräg da den Hügel hoch irgendwie. Berittene Bogen schießen. Dann mache ich hier die. Das sind hier die. Nein, pardon. Hier die drei rechten. Moment mal, hier hin. Achso, und wir wollen natürlich von allen auch gleich wieder diese offene Aufstellung haben, ne? Zumindest von denen hier. Nicht von den beiden Steppenbreitern hier, die nicht. Die sind ja Nahkämpfe. So ist richtig, so bin ich glücklich. So richtig? Ja. Gut. Wie leicht du glücklich zu machen bist. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich viel schneller auf eine lose Formation. Lose Formation, lose Moral, das ist doch alles das, was ich gerne hätte. So, das hast du 4 links und 3 rechts und einer steht noch verloren in der Mitte. Jetzt auch noch rechts dazu packen, genau. So ist gut. Alles klar so? Ja, passt. Auf geht's. Auf geht's. Gefecht starten.
Und jetzt ziehe ich mit denen hier langsam vor. Genau. Mit den anderen auch. Hier die hier hin. Den so rum vor. Und am besten mit den Brigitten schon hinterher. Die können sich jetzt enttarnen. Und auf seine weichen Fernkämpfe. Das sind. Nein, was ist denn das jetzt hier gerade? Mal Escape, dann geht's bestimmt. Wie brech den Befehl ab? Ja, genau. Backspace. Die da und hinterher. Und zwar Doppelklick, sonst laufen sie nur langsam hinterher. Genau, und auf der anderen Seite die auch. Ha, jetzt wird der Feind aber gucken, dass wir hier von rückwärts in seine Formation reinprasseln. Das wird er nicht mögen. Und der König und seine beiden nicht mögen. Verbliebenen Leibwächter. Och, guck mal, da kommt der Rest. Da ist die Verstärkung. Da, die. Da hinten ist die Verstärkung. Sollen wir den die vielleicht als erstes killen? Der, ja, das ist, der Trupp ist viel kleiner. Bogenschützen alle in dessen Richtung. Guck mal hier. Wir lassen alle den Feind. Bogenschützen, genau. Die beiden Vierer-Trupps zurück. Alle da drauf, genau. Alle hier drauf. Wir werfen. Weil das ist doch wirklich hier ein Wink des Schicksals, dass der Feind hier vielleicht zersplittert ist. Der Feind vom Berg runter dann auch in unsere Ebene. Genau, die Bogenschützen machen Angriff auf diese Kavallerie. Aber du hast sie jetzt wieder nur mit einmal klickt, das heißt, sie laufen langsam. Mache ich nachher bei allen zusammen. Was ist das hier, das Kavallerie? Oder einfach hier in die Mitte rein? So, komm. Aber das ist jetzt, also das ich würde sie lieber jetzt im Pulk einfach hinreiten lassen, bevor du hier da jetzt. Ja, sowas hasse ich wirklich. Also aus der Entfernung Angriffsbefehle geben. Da lasse ich sie lieber als Klötzchenformation in die Richtung des Gegners reiten und dann automatisch schießen. Ja gut, ich glaube, wir waren einfach nicht auf derselben Feldherrnschule. Definitiv nicht, nee. Nein, definitiv nicht. Warst du überhaupt auf irgendeiner? Ich war auf einer Schule, aber es war nur eine Kochschule. Ja. Nein, ich war in einer Fahrschule. Was hast du da gemacht? Nein, ich bin. Schatz beiseite, ich bin auf einer Baumschule aufgewachsen. Dein Vater war tatsächlich Oberforstratsgehilfe. Mhm. Oberforstratsgehilfe, ganz genau. Und ich war auf der. Und hier die? Ja, die sollen ein bisschen. Sollen die einfach den Gegner hier ein bisschen verwirren? Solange wir hier noch keinen Ärger wollen, den Kontakt vermeiden. Weil alleine packen sie das nicht. Kannst du auch wieder vielleicht ins Wäldchen und dich wieder verstecken. Ich zieh die einfach in alle Richtungen mal. Hier so ein bisschen. Einfach so ein bisschen Chaos. So, so nah an den Feind bist du, Vom wilden Watz gebissen. Lebensmühe? Vom wilden Watz? Im Idealfall würde ich mit denen natürlich gerne erst in die Gegner reinprasseln, wenn wir schon von unten mit den Bogenschützen wieder am Werkeln sind. Hm. Die sollen einfach die nur ablenken, dass sie nicht dem Kollegen. Was passiert da unten? Kollegen mit den Bogenschützen? Was ist denn da angestellt? Links unten. Die sind noch schon fast wieder zu nah dran. Zieh die doch mal als Block zurück und lass sie einfach schießen. Dass sie da nicht mit der feindlichen Kavallerie. Ja, genau, so, sehr schön. So mag ich das. Und der General schnappt sich jetzt die gegnerische Kavallerie. Der General und seine beiden letzten Verbliebenen. Mhm. Genau. Die Bogenschützen, die müssen da manövriert werden. Hat keinen anderen Sinn. Die dürfen da nicht stehen bleiben. Nein. Doch als Pulk. Das heißt, das ist doch besser hin. Es ist immer ein bisschen schwierig, da einen Rahmen durchzuziehen, wenn da so viele andere Einheiten im Weg sind. Mhm. Ah ja, guck mal da. Vielleicht schießen die jetzt schon lustig über diesen Hügel. Ach, guck mal da, wie schön. Über den Hügelkamm drüber. Wunderbar. Und jetzt kommt auch die Nahkampfkavallerie hier rein. Das heißt, du kannst die linken vier Bogenschützen eigentlich schon wieder komplett abstellen und auch auf die Infanterie schießen. Galoppieren lassen, zu hinter die anderen Bogenschützen. Mhm. Mhm, mache ich gerade. Genau, das habe ich auch auf dem Minimap ein bisschen im Auge, was da passiert. Wenn wir seine Kavallerie erwischt haben, dann. Ja, der Trupp da muss vielleicht ein bisschen zurück. Andersrum, genau.
wenn die hier die Kavallerie aufgemischt haben, reiten sie mal schnurstracks da hinten in die Bogenschützen rein. Unsere Kavallerie, meine ich. Genau. Ja, das verschiedene... Ja, du hast wieder nur einmal geklickt, deswegen laufen die da im Schritt nur hin. Jetzt, dass verschiedene Zuschauer uns ja, ich will immer Leser sagen, auch immer, sagen, wir sollen nur mal auf was anderes setzen als nur Kavallerie. Das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob Tengri das so gerne hört. Ah ja, sehr gut. Der feindliche General ist tot. Hier, die lassen wir noch von einem der beiden verfolgen. Die schießen von allen Seiten und den hier. Lass ich hier hinreiten. Sie sollen diese von der anderen Seite beschießen. Ah, nee, wir können schon mal auf Jagd nach dem. Dachte ich auch schon, wäre schon befohlen gewesen, aber ist noch nicht. Ja, mit dem General und so, mit den Steppenreitern. Mit unseren einzigen Nahkämpfern, die wir haben hier unten. Ich lasse auch hier einen Trupp von denen da rein. Obwohl, das ist eigentlich Quatsch. Ja, oder so ist auch schön. Die stehen da so hinter dem Hügel, dass sie keine direkte Schusslinie haben und schießen deswegen in hohem Bogen. Das ist auch immer schön. Müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alle Munition da auf die verbraten, hoffentlich. Gehen die bald stiften. Ja, wir haben ja noch eine Menge. Ja, das klappt ganz gut, dafür verschiedenen Seiten schießen. Den Schild können sie ja nur in eine Richtung halten. Mhm. Was macht denn die eine Truppe da, die sich so seltsam im Gänsemarsch hier aufgestellt hat? Was ist denn da passiert? Ja. Welche? Wie die? Die schießen seitlich. Du greifst auch überhaupt nicht an mit unseren Steppenreitern. Was heißt, die stehen da einfach... Was machen die da? Die wollten wohl irgendwie. Das ist mir ein Rätsel. Also die einen haben es getan, die anderen wollten nicht mitmachen. Die waren ja sowieso von Anfang an nur noch 16 und 17 Mann, also da ist keine Schande, dass denen ein bisschen was fehlt. Der General könnte flüchten. Ah ja, gut, dann kannst du da... hier flüchten schon welche. Jetzt flüchten sie da auch, okay. Ah, guck mal da. Jetzt flüchten alle. Jetzt ist auch die gesamte gegnerische Truppe vom Berg runtergekommen. Jetzt... jetzt machen wir erstmal die Fliehenden fertig. Wir werden hier schon beschossen, ne? Und wir sollten unsere Brigitten auf jeden Fall nachziehen. Die sind sonst viel zu weit weg. Nahkampfkavallerie. Ja, die sind halt da hinten halt beschäftigt. Ich würde erstmal diese fliehenden Armenier... Nee, unsere Brigitten, die noch weit oben auf dem Berg stehen, die sechs Stück. Dass die überhaupt eingreifen können. Zieh die mal komplett. Achso, die meinst du. Alle genau. Sechs hinter die feindliche Armee. Ja, genau. Hinterher. Und hier würde ich gerne erstmal. Dann mach's aber ohne Einsatz von Pfeilen. Fertig machen. Ja, klar. Mach vielleicht bei allen Bogenschützen mal kurz das Autofeuer aus, sonst verschwenden wir zu viel Munition auf da irgendwie drei einzelne weglaufende Handelchen. Und dann? Ja. Und hier haben wir. Gegnerische Bogenkavallerie. Als Leder will. Und hier rechts haben wir auch Bogenkavallerie. Wie wär's denn, wenn wir einfach jetzt hier diese Bogenkavallerie, die fünf hier unten, hier reinschicken? Im Nahkampf? Im Nahkampf. Das ist aber hier ein schönes Husarenstück. Ja, tu das. Mhm. Bogenschutz. Während der General weiter da hinten die Bogenschützen verfolgt. Genau. Dann können wir aber den General hier schon mal runter, unseren General hier schon mal runterschicken. Weil bis der da oben ankommt, die sind ja schon am Flüchten. Okay. Okay. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass du einen Cliffhanger einbaust. Mhm. Oh, ein Cliffhanger! Das ist ja ein Ding. Erstmals, glaube ich, überhaupt in dieser Let's Play-Reihe bist du derjenige, der sagt, lass uns die aufhören hier. Können wir gerne machen. Ich hätte den Zuschauern, ich hätte das jetzt noch ewig laufen lassen. Das Ministerium für Download-Sicherheit erlaubt keine längeren Folgen als 49 Minuten. Dann war's das. Ja, dann war's das jetzt. Liebe Zuschauer, auf ausdrücklichen Wunsch von Christian und dem Ministerium für Download-Sicherheit
war's das. Zweiter Teil der Schlacht in Kürze. Bis dann.